Da ist ein Backel gekommen. Und wer mich kennt, der weiß, was das für Backel ist, wenn man sieht, dass das aus Dresden ist. Da, von denen. Und wenn ich da hineinschaue, ich mache das jetzt da mal auf, dann war ich schon ganz gespannt drauf. Tada! Da sind jetzt 3 Filme entwickelt worden. Dann ist schon der nächste Beutel zum Entwickeln von den nächsten dabei. Und damit schön raschelt, ich habe mir da diesmal, was heißt diesmal, ich bestelle mir da immer Kontaktabzüge dazu. Da sieht man dann gleich, wie die Bilder da ausschauen. Und das Wichtigste da drinnen, das ist dann immer die Rechnung. Preiswert. Auf jeden Fall billiger, als wenn ich das da bei mir in der Stadt machen würde. Gut. Aber wie ist es dazu gekommen? Das zeige ich euch jetzt, wie das alles angefangen hat. Da ist sie, die Diana. Tja. Schauen wir mal, was es da alles zum Bedienen gibt. Da hätten wir einmal einen Objektivdeckel zum Rauf- und Runtertun. Wenn ich mir das da anschaue, da sind 3 Elemente. Einmal N und B. N für normal und B für Bulb. Kann man einfach das umlegen. Dann haben wir da unten die Blendeneinstellung, aber das ist sogar noch mehr. Da haben wir nämlich bewölkt, teilweise bewölkt, stark bewölkt und P für Pinhole. Ja, und dann haben wir da noch den Auslöser. Das war's auf der Objektivseite. Da oben haben wir den, der klingt gut, den Spulknopf. Auf der Hinterseite haben wir noch die Einstellung, je nachdem welche Maske wir da verwenden, für 12 Bilder oder 16 Bilder. Ich werde da die 12 Bilder verwenden. Und dann ist da noch am Boden etwas, dieser Lockhebel. Und wenn ich den entsperrt habe, dann kann ich da die Rückwand runter tun. Das war's. Na, da ist noch eine Kleinigkeit. Lassen wir das nach oben. Das können wir leichter beim Herzeigen. Wenn man die Kamera da im B-Modus verwendet, dann bleibt ja der Verschluss so lange offen, wie man da drauf drückt. Und das kann mitunter lang sein. Und da ist dieses kleine Teil da dabei. Das steckt man dann einfach da in den Schlitz da hinein und damit bleibt die Kamera so lange offen, wie ich das haben will. Bei dem Set war ja ein Haufen Zubehör noch dabei, aber ich werde jetzt für den ersten Film einmal einfach nur die Kamera verwenden, so wie sie da ist. Da gibt es eh schon genügend zu tun, nämlich Fotos machen, Pinhole-Fotos ohne Objektiv, Pinhole-Foto mit Objektiv und dann Nahaufnahmen und Fernaufnahmen, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ich werde auch noch probieren, dieses Ding da, das sich da Splicer nennt, das kann man da vorne drauf tun. Und dann kann ich da tatsächlich einmal die eine und einmal die andere Hälfte belichten, weil der Verschluss, in dem Moment, wo ich ihn loslasse, ist er wieder aufgezogen. Das heißt, Mehrfachbelichtungen sind da locker möglich. Und dann ist da noch dabei dieser kultig ausschauende Blitz. Genau wie damals mit dieser Zwei-Stecker-Methode.
Da tun wir mal eine ganz normale Batterie hinein. Und wenn wir die da einschalten, da hört man es, das ist Fiepen. Und wenn das da hinten rot leuchtet, dann ist er bereit. Und man kann sogar von der Kamera losgelöst blitzen, weil die hat da einen Knopf. Und dann kann man das fernmachen. Die steckt man allerdings üblicherweise nochmal da drauf. Und dadurch wird die Kamera schon mal deutlich schwerer. Aber der Blitz ist ja noch nicht alles. Da ist da innen drin so eine kleine Abdeckung mit einem Schlitz auf der Seite. Man möchte es kaum glauben. Da waren tatsächlich so Farbfolien für den Blitz dabei. Das ist ein bisschen ein Nestel. Das ist ein bisschen eine lästige Sache, die da Aussatz kriegen. Ich muss da fast eine Pinzette verwenden. Aber dann, wenn man das ganze Büschel dann hat, da stellt man fest, das sind gar nicht einmal so wenige. Und wer diese Filtersets kennt, der weiß, die sind jetzt nicht einfach nur damit die Farben da entstehen, sondern da sind welche dabei, die kommen mir sehr bekannt vor, da um Tageslicht anzupassen oder um Kunstlicht anzupassen in verschiedenen Stärken. Naja, und die kann ich da nehmen und bei dem Blitz da einfach auf der Seite einstecken. Und schon haben wir da einen blauen Blitz oder einen violetten. Eine gefinkelte Lösung. Das heißt, da habe ich auch einiges zum Ausprobieren. Habe ich schon gesagt. Normale Fotos, Pinhole-Fotos, Splicer-Fotos, Blitzfotos. Blitzfotos mit Filter. Da sollten mal die 12 Bilder reichen. So, welchen Film nehme ich da? Passend natürlich, habe ich noch gleich von Lamographie einen Negativfilm besorgt. Und den werden wir jetzt da mal einlegen.